Finale. Auserwählte, es ist soweit, Leute. Das Finale von Shadow Dragon steht direkt vor unserer Tür. Hier wird alles enden, im Schloss von Duluna. Ein langer Krieg war gekämpft worden, die vielen Länder Akaneas befreit. Und nun hatte das Bündnis seinen Erzfeind in seinem Schloss in die Ecke getrieben. Sie teilten sich in vier Gruppen und stürmten die vier Tore von Schloss Duluna. Ohne zu wissen, dass sie damit genau Medeos Plan folgten. Tapfer bereiten sich die Krieger, die das Schicksal auserwählt hatte, auf die letzte Schlacht vor. Und da wären wir nun. Ein sehr heftiges Kapitel auf jeden Fall, man muss vorsichtig sein. Hier werden uns die Verstärkungen wohl ziemlich krass zusetzen. Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es doch Händler gab, interessant. Aber man muss schon aufpassen. Man darf das ja alles nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Mal sehen, wie gut wir hier klarkommen. Ui, guckt mal Leute, sie haben jetzt tatsächlich hochgeschmiedete Kriegerwaffen. Das kann in der Tat gefährlich werden, na sowas. Hochgeschmiedete Thoron-Bücher kommen mit dazu. Ballistus nicht geschmiedet, trotz allem ganz schön böse, was da so auf uns zukommt. Autsch. Ja, und auch natürlich Schwarmtypen und so, das volle Programm, aber wie soll es doch anders sein? Es ist nun mal das Finale. Jetzt kommt's nochmal hart auf hart. Hier oben auch alles voll mit Kriegerwaffen. Ganz schön brutal. Kriegerbögen, alles hochgeschmiedet. Und ah ja, da genau, da ist er ja. Unser Medeus. Das sind mal Werte. Und er wird sich auch noch gleich weiter verwandeln, also. Ja. Yeah. Man sieht aber jetzt schon, AB 30 heißt Geschwindigkeit 30, also auch effektiv für ihn, da er keinen Glückswert hat. Autsch, Leute. Wurmtöter haben die auch mit dabei. Gut, der ist harmlos mit seinem hochgeschmiedeten Donnerschwert. Das ist noch relativ lausig vergleichsweise. Aber hier eine AW 26 und so ist natürlich alles gefährlich. Wir können daran eben wieder den Speedwert ablesen. Aber nun gut, jetzt gucken wir doch erstmal, wer kommt eigentlich alles mit. Und das sieht eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Ich denke mal, da brauchen wir nichts mehr irgendwie zu ändern. Das ist absolut okay so. Dann geht es nun um die Planung, Leute. Das Finale bedeutet natürlich, wir müssen uns sehr gut vorbereiten. Sehr sorgfältig. Stimmt. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich will mal ganz kurz einen Klassenwechsel noch vollführen hier drüber. Moment hier, bitteschön. Wow. Das ist ja unglaublich, was die sonst auch so rausholen kann, sehe ich gerade. Das ist relativ beeindruckend tatsächlich. Das ist halt echt gar nicht mal so schlecht. Wow. Oder auch das hier. Ich meine, die Stärke ist halt lausig, aber ansonsten. Genau, wir machen auf jeden Fall Weise. Gibt nur 3 Resistenz minus und ansonsten passt die Sache. Achso, wir haben zu viele. Oh, Moment mal. Dann muss ich etwas ändern. Hier zum Beispiel. Merrick. Als Myrmidone oder so. Das muss man nämlich immer beachten. Das geht nämlich sonst nicht. Genau. So, okay. Minimum Level ist tatsächlich D. Das ist interessant. Aura kann sie jetzt leider gerade nicht benutzen. Wir können natürlich gucken, wie wir die Waffenschrift nun verteilen wollen. Ich wollte gegebenenfalls auch Abel einen Klassenwechsel vollführen lassen zu einem Schwertmeister. Genau. Er ist einfach mega schnell in dieser Klasse und ihr seht ja dieses Potenzial. Jetzt auch mit Stärke 20, mit Speed 30 wird er so ziemlich alles doppeln, außer Medeos natürlich, aber jedenfalls überleben wir somit auch mal einen Schlag. Ja, das sollte er gerade so einstecken können, ohne Probleme. Das ist sehr, sehr gut. Da er nicht gedoppelt wird, sind wir da schon mal aus dem Gröbsten draußen. Jo, Bast passt, denke ich, als Held. Oder wollen wir da noch irgendwas ändern? Ich glaube, das meiste lohnt sich sowieso nicht. Der ist in der Heldenklasse immer noch am besten unverändert. Auch das hier sollte so passen. Da brauchen wir nichts zu ändern. Ja, und Caesar natürlich auch. Hadine. Weiß nicht. Du hast ja auch keine Reiterklasse oder so als Auswahl überhaupt, ne? Du hast nur den Scharfschützen hier und der Rest war jetzt eher so mäßig. Das hier wäre noch ganz okay. Aber er hat jetzt nur ein C-Niveau drinnen. Und der Rest ist eigentlich auch alles recht blödsinnig. Das wäre noch okay, aber
Ich will das nicht, dass der Speed zu sehr leidet. Einen Punkt und er würde nicht mehr von Feuerdrachen gedoppelt werden. Auch ein großer Vorteil. Jest hat natürlich enorm viel Geschwindigkeit drauf. Man könnte jetzt natürlich so etwas hier machen, das wäre auch nicht unbedingt so dämlich. Man sieht, sie ist auch in anderen Klassen wirklich, wirklich gut. Oder wollen wir auch hier eine Schwertmeisterin draus machen? Kann sie sich neben Abel stellen? Das passt ja irgendwie ganz gut. Es geht nur darum, dass halt gerade Schwertmeister jetzt tatsächlich auf einmal ziemlich gut sind. Einfach nur, weil wir halt diese mordsmäßige Geschwindigkeit haben und damit so ziemlich alles wegdoppeln können. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die minus 1 Stärke ist jetzt nicht weiter schlimm. Und auch der Rest ist eigentlich in Ordnung für mich. Oh, wartet mal. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Wir müssen mal so ein bisschen hin und her wechseln hier. Ich sehe schon, hier eine Heilerklasse. Da können noch ganz viele reinwechseln, wenn sie möchten, aber egal. Nun gut, Leute. Ist ganz interessant. Aber das sind auch keine schlechten Entscheidungen, die wir hier fällen, denke ich. Ich denke, das passt auf jeden Fall ganz gut. Einfach nochmal alles überprüfen, weil ich habe halt bei ihr jetzt sehr, sehr viel auch auf Schwerter extra ja trainiert. Ganz viel habe ich darauf geachtet. Und nun bietet sich das halt auf einmal auch an. Auf einmal ist das halt echt eine gute Option. Was vorher nicht unbedingt gegeben war. Bei ihr werden wir, glaube ich, nicht viel ändern. Das hier wäre vielleicht ganz in Ordnung noch. Das ist wegen den Rängen halt alles Quatsch. Und da werde ich jetzt auch keine Schwertmeisterin draus machen. Glaub aber, dass ein Rittmeister sich anbietet. Weiß nicht, ich meine, das sieht doch echt gut aus, oder? Nochmal einen Stärkepunkt mehr, nochmal einen Verteidigungspunkt mehr. Die minus 2 Rest sind mir relativ egal. Finde ich eigentlich in Ordnung. Hier können wir natürlich auch nochmal überlegen, aber es ging hauptsächlich um das Speed Cap, das hier leider bei 23 erreicht wäre. Und ansonsten hätte sie auch zu wenig Erfahrung und sie muss Lanzen noch benutzen, also bleiben wir bei der Rittmeisterin. Und ich denke, auch bei Quad werden wir nichts ändern. Ja, ich meine, er braucht auf jeden Fall sein Bogenniveau. Wow, das hier wäre auch gar nicht mal so schlecht gewesen, sehe ich gerade. Aber egal. Es passt alles so, wie es ist. Ich denke, wir haben ein gutes Team, es ist auch sehr flexibel. Wir haben viele Möglichkeiten, wir decken echt eine ganze Menge ab. Das sieht echt nicht so schlecht aus. Nun aber wird es Zeit für das Inventar, für die Planung. Wir brauchen auf jeden Fall einen Aura-Zauber hier drüben. Dann kriegst du noch ein Excalibur. Richtig übel. Wow, einfach diese Excalibur-Anwendungen. 55 Stück insgesamt, also tob dich aus. Du kannst es dir alle mal leisten. Krass. Ach ja, stimmt. Moment mal, ich darf ja eine Sache nicht vergessen, Leute. Also die nehme ich auch auf jeden Fall mit, das ist klar. Wo ist sie denn jetzt? Ich sehe sie gerade gar nicht. Ist sie ganz unten? Na, wo bist du denn? Bin ich jetzt blind? Oder ach so. Ach so, stimmt ja. Ich glaube, die kann man hier gar nicht auswählen. Ich meinte Nagi jetzt, aber stimmt. Ich glaube, die tritt uns erst später dann bei in diesem Kapitel. Die ist quasi noch nicht sofort dabei. So, als Schwertmeister kannst du dir schon mal all diese Sachen hier sparen. Der Langspeer wandert mal rüber zu Shida. Finde ich gut. Du hast eh einen Gradivus, das passt. Eine Silberlanze hat da noch jemand Bedarf. Du hast aktuell keine. Tauschen wir am besten die Meisterlanze dadurch aus. Die Frage ist, wer kriegt jetzt die Meisterlanze? Wer hatte noch alles Lanzen? Du hättest noch welche. Dann machen wir das ruhig so. Zedka voll auf Crits aus mit so viel Meisterzeugs. Alles klar. Aber kann man sich ja auch leisten. Ist ja kein Thema. Tiki selber sollte nochmal ein Heilmittel nehmen. Ist, denke ich, vernünftig. Auch hier wäre ein Drakoschild, glaube ich, ganz okay. Die Defensive ist nämlich nur so mäßig, wobei das trifft auf sehr viele Leute zu. Mal sehen, wie wir das verteilen wollen. Hier natürlich dieser Pflegestab. Können wir da noch was fusionieren? Ich glaube nicht. Nee. Hat noch jemand eine Heilung, die man fusionieren kann? Das geht, glaube ich, wirklich. Hier damit. Wow. Super. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen was austauschen, das ist klar. Beziehungsweise gibt dann den Heilungsstab doch einfach mal rein. Teleport könnte noch einmal nützlich sein, wenn wir das möchten. Ich denke, ich werde Elise diesen Teleportstab geben. Allgemein wird sie unsere primäre Heilerin natürlich sein, das ist klar. Und ich überlege echt, ob wir nicht tatsächlich einfach noch zwei Waffenschriften ja geben. Denn ihr seid eigentlich mit Würmtötern ganz gut bedient. Das ist hier das Wichtigste, dass ich Würmtöter dabei habe. Eine Waffenschrift werde ich dennoch für euch nochmal opfern, aber ansonsten, ja. Ich meine, mit Glück 27, bei dir kann ich sogar ein Teufelsschwert ohne Probleme riskieren. Also ich werde das Risiko einfach mal eingehen. Es ist halt super unwahrscheinlich, dass da was durchkommt. Momentan ist die Chance nur 4%.
und auch sonst wäre die Chance eher niedrig. Wir können auch noch alles, was überschüssig ist, verkaufen und uns einen Vorteil zu holen über Items, die wir hochschmieden. Ich lasse ihm hier sein Eisenschwert, das ist zwar nichts Besonderes, aber er könnte es vielleicht doch noch gebrauchen können. Beziehungsweise gebe ich dir das Hochgeschmiedete, könntest du sogar was draus machen. Das gefällt mir ganz gut, dann hat er doch noch so eine Zweitwaffe, die vielleicht noch nützlich werden könnte. Mal gucken. Klar ist natürlich, dass ihr Silberschwerter auch bekommt von mir. Das ist logisch. Das Stahlschwert kannst du sogar abgeben. So extrem viel werden ja damit auch nicht kämpfen, denke ich. Das sieht alles gut aus. Bei dir kann ich ein Teufelsschwert völlig vergessen. Das wäre Selbstmord. Absolut. So, wie sieht's denn bei dir hier aus? Ja, du hättest vielleicht noch einen weiteren Silberbogen. Den kannst du dann auch gebrauchen. Gerade selber hat er jetzt ein paar Tier. Ich denke, das reicht auch erstmal. Und ansonsten sieht die Sache doch schon sehr vernünftig aus. Wie sieht's mit Magiewerten aus? Da habt ihr alle nur so eins, die jetzt Schwerter tragen. Das ist natürlich lausig. Brauche ich also auch gar nicht erst zu probieren. Aber ich denke, ansonsten sind wir auch wirklich gut mit dabei. Hier auch nochmal alles bitte abgeben. Du hast auf jeden Fall bessere Optionen als das. Allen voran natürlich auch Horte Claire. Das geht natürlich erst recht. Abgefahrene Sache. Stimmt, ich habe ja dieses Amaz. Das ist sogar eine krasser als eine Silberaxt. Meine Güte. Eigentlich, ja. Haben wir jetzt noch Axtkämpfer außer ihnen? Ich glaube nicht, oder? Hier ist alles mal kurz durch. Nö, eigentlich nicht. Dann ist das selbstverständlich bei dir am besten aufgehoben. Na dann. Gönn dir auf jeden Fall das Teil mal. Das Stahlschwert brauche ich wahrscheinlich nichts zu ändern. Das ist noch eine ganz nette Zweitoption in manchen Fällen. Und ansonsten brauchst du natürlich wieder ein volles Wurfbeil am besten. Sehr gut, Leute. So, hier dennoch werden wir noch ein bisschen was dazu nehmen. Ich meine, ein Schnitter zum Beispiel ist jetzt auch nicht verkehrt. Und zur Not nehmen wir halt das Donnerschwert. Who cares, ne? So, okay. Einer braucht auf jeden Fall von euch eine Waffenschrift. Das ist entweder Ace oder Able. Aber ich glaube, ja, wobei mit Mercurius könnte ich halt schon, glaube ich, Ace noch ganz gut gegen Medeus einsetzen. Das wäre ganz clever, glaube ich. Wer hat überhaupt alles die Würmtöter jetzt verteilt bekommen? So, ich werde Xayn. Ah ja, genau, du hast noch einen Würmtöter. Dachte ich es mir doch. Du gibst den auf jeden Fall mal ab, das ist klar. Lager mal alles ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das kann. Aber ich gebe ihm mal das Falchion hier. Mich interessiert das brennend, ob er die Falchion-Kopie selber nutzen kann. So hätten wir nämlich quasi zwei Falchion-Nutzer. Das wäre schon relativ brillant. Die letzten Anwendungen von Gaias Kögul kannst du gerne auch bekommen. Ach, nee, nicht unbedingt die Silberaxt, oder? Wobei, naja, ihr wisst nie, was er so annehmen wird. Und halt noch den letzten Meisterbogen. Ja, das passt erstmal. So, dann natürlich brauchen wir ein bisschen, ja gut, Stäbe müssen wir nachkaufen, das ist klar. Werden wir nicht drum rumkommen. Ansonsten werden wir hier nochmal hochschmieden. Auch eine gute Option, das sollten wir relativ frühzeitig dann machen. Er hier hat eigentlich so ziemlich alles, was er gebrauchen könnte. Ich gebe dir aber eine bessere Silberlanze, also eine, die halt mehr Anwendungen noch hat oder einfach hier 20 Stück. Dann sollte Zedka wieder voll dabei sein. Auch Beck ist gut versorgt. Ich glaube, wir haben es größtenteils. Jetzt geht es wirklich darum, die Stat-Booster sinnvoll zu verteilen. Das wird auf jeden Fall das sein, was wir jetzt tun müssen. Einen Stat-Booster kriegt Tiki. Ich denke, ein Drakoschild ist in Ordnung. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Aber ich habe das Gefühl, das boostet dich in so genau den richtigen Rahmen. Dass du jetzt ein bisschen mehr aushältst einfach. So, dann haben wir natürlich jetzt viele gute Optionen. Ich meine, wer ist denn so an der Front hauptsächlich? Ich denke schon, dass Abel noch ein Drakoschild bekommen könnte von uns. Das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Shida kann sich momentan sehr weit bewegen. Auch sie könnte davon profitieren. Kord ist ja sowieso ein Distanzkämpfer. Für euch gilt das natürlich auch. Ihr seid auch Distanzkämpfer. Dementsprechend denke ich, bin ich mir da recht sicher, Abel kriegt einen Drakoschild. Das ist für mich klar. So, benutz ihn. Dann sind wir gut mit dabei. Verteidigung 15 ist doch solide. Kann man nicht sagen. Du gibst mal kurz den Langspeer ab. Auch du brauchst einen Drakoschild. Benutzen. So, alle gut mit dabei jetzt mittlerweile. So, die Engelsroben als nächstes. Wir sollten schon gucken, dass wir vielleicht so im 40er-Bereich sind größtenteils. Kord macht mir hier natürlich echte Sorgen. Das ist klar.
Da haben wir auch keine großartige Wahl, leider, so wirklich. Wobei eigentlich meinen Frontkämpfern geht's größtenteils ja wirklich sehr, sehr gut, wenn ich mir das so angucke. Dann ist aber auf jeden Fall Katria eine der Einheiten, die das dringend nötig hat. Ich meine, Estes ist ja da meilenweit voraus sogar. Das wird auf jeden Fall das Erste sein, was ich jetzt mache. Eine Engelsrobe für Katria. Es lohnt sich. Schon ist sie auf 43 und damit nur noch einen KP von Est entfernt. Das finde ich ganz gut. Was habe ich da vorhin entfernt? Was? Moment mal. Ach ja, Jutes Schild stimmt. Ganz, ganz wichtig. Ach, nicht vergessen. Richtig. So, okay. Sieht gut aus. Oder? Damit kann man sich anfreunden. Dieser Quad ist natürlich super anfällig. Der läuft tatsächlich schon in Gefahr, dass er mal gewone-hitted werden könnte. Aber er ist auch keine Fronteinheit. Deswegen müssen wir genau überlegen, ob es uns das überhaupt wert ist. Schwierige Sache, muss ich sagen. Und auch bei Resistenz müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wie wir das verteilen wollen. Ich bin da mehr so ein Fan von Leuten, die halt reine Mage-Battles sich dann liefern, dass das dann ganz gut wäre. Dass man halt schon Leuten mit einer vernünftigen Resistenz mehr Resistenz gibt, das finde ich immer ganz in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach mit am sinnvollsten. Ich denke, Shida verdient sich einen Talisman. Da sie so ein bisschen an die Front gehen wird, finde ich das vernünftig. Diese Entscheidung fälle ich jetzt einfach mal. Aber nicht mehr, das reicht erstmal. Genau, die hat so eine gewisse Grundresistenz sowieso, hat aber eh nicht super viele KP. Ich denke, das bietet sich an. Dann sollten wir tatsächlich, glaube ich, eher Cäsar noch einen geben. Einfach, weil das halt Fronteinheiten sind, die dann sehr gut Magie tanken können. Auf der anderen Seite haben wir Magiedrachen in diesem Kapitel, bestimmt, oder? Ihr seht schon, das ist ein großer Vorbereitungspart für das Finale. Ja, wir haben Magiedrachen. Das heißt aber, Cäsar könnte sich gegen die gar nicht wehren, zum Beispiel. Dann ist natürlich die Resistenz ein bisschen kontraproduktiv. Ist vielleicht in dem Fall gar nicht mal so klug. Wir verteilen das mal um. Du hast einen Wurmtöter und du hast ja eigentlich auch eine anständige Grundresistenz. Deswegen kriegst du von mir jetzt auch einen Talisman. Dann bist du ebenbürtig mit Shida. Ist doch schön. So, Katria hat sowieso eine gute Resistenz. Und ansonsten haben wir auch nicht so viel zu befürchten. Ich meine, dass Marv ganz schnell umgeboxt wird, was das betrifft, ist klar. Und es gibt auch nicht so viele gute Optionen, die wir sonst noch hätten. Schwierige Angelegenheit. Tiki kriegt keinen Punkt, das ist klar. Zedka könnte eventuell halt mitten reingestellt werden mal. Ich weiß nicht, wie wichtig das wäre, dass man ihm mal Magie gewährt. Das ist eine echt schwierige Angelegenheit, Leute. Ich tue mir da echt ein bisschen schwer. Oder kriegt Shida halt echt noch einen zweiten? Ich bin halt fast dafür, dass sie sogar einen zweiten bekommt. Ich glaube, das machen wir jetzt so. So. Ich muss auch mal eine Entscheidung fällen, bevor wir hier noch Ewigkeiten verbrauchen. Ist aber auch immer schrecklich mit der Vorbereitung. So. Einen Langspeer. Jetzt haben wir zumindest die Talismane. Der Rest sollte schneller gehen. Partier hast du schon, das heißt, Hadin braucht nicht mehr unbedingt den A-Rang. Ist nicht so wichtig. Wir haben jemanden, der das sehr gut nutzen kann. Ach ja, stimmt, und das kann ja sowieso deine lausige Resistenz verbessern, denn es hat auch einen Weihwassereffekt, den wir nutzen können, wenn wir möchten. Okay. Es gibt eh keine A-Rang-Bücher für uns, das ist auch ganz gut. Das passt also. Lass ich dich mit Aura angreifen, ist eine sehr gute Frage. Oder ist das zu gefährlich? Auf jeden Fall braucht entweder Abel oder Est, die brauchen noch die Möglichkeit, mit Mercurius anzugreifen. Ich werde Abel das gönnen. Ich finde, das hat er sich auch verdient, oder? Ja, komm. Heraus damit, sehr gut. Nun kann er Mercurius führen. Wie gesagt, hat er sich voll und ganz verdient. Satte 41 Angriff und da er so gut doppelt, ist das auch wirklich, wirklich mächtig. Nur sein Glückswert ist nach wie vor frustrierend, aber da können wir nichts dran ändern. Ansonsten brauchen wir keinen A-Rang auf Schwerter, wir brauchen auch keinen weiteren A-Rang auf Lanzen, bleiben echt nur noch Zauberbücher eigentlich. Ja, und das wäre dann wirklich so, dass ich Elise einfach noch zwei Waffenschreiben geben würde. Das wäre in Ordnung. Ich denke, das passt, ja. Achso, sie braucht natürlich noch irgendein reguläres Buch, Moment mal. Einfach ein Feuerbuch oder so, das reicht ja erstmal. Genau, ich halte das echt für vernünftig, aber wir haben sogar noch eins. Ach stimmt, wir hatten ja noch eins auf Vorrat, das ist korrekt. Oh, wow. Okay, das ist interessant, ja. Du wirst dann bald dieses Aura-Buch hochgeschmiedet bekommen und kannst damit dann hoffentlich sehr gut austeilen. Ja, diese Heilung und Pflege brauche ich eigentlich nicht, das ist Quatsch.
Eine Engelsrobe gönne ich dir mal schon. Wenn wir dich wirklich jetzt offensiv nochmal nutzen wollen, ist das, glaube ich, vernünftig. 36 KP wird uns wenigstens garantieren, dass ihr nicht so leicht gewonnen-hittet wird bereits. So, Lena natürlich hat auch eine ganz, ganz große Gefahr. Die hat ja wirklich schlecht gelevelt, was das betrifft. Unglaublich. Vielleicht sollten wir ihr das noch eher gönnen. Ich meine, naja, wobei sie ist nicht so enorm schnell, ne? Mittlerweile ist das, glaube ich, ein bisschen relativ. Sie ist sowieso nicht mehr die krasse Frontkämpferin. Das war sie mal eine Zeit lang. Sie war echt eine fantastische Einheit, auch offensiv. Mittlerweile ist eben 18 Geschwindigkeit eher so ein sehr fragwürdiger Wert. Ihr seht ja, wie sich das sonst so verteilt. Bei Xayn ist es jetzt egal und selbst Elise ist halt, obwohl sie so wenig Level vergleichsweise hatte, schon fast gleich auf. Das ist schon krass. Damit ist die Sache für mich eigentlich auch relativ eindeutig. Ja. Und ansonsten brauchen wir eigentlich keinen krasseren Rang, ne? Wir können jetzt nur überlegen, hat jemand, ja hier zum Beispiel könnten wir auf einen C-Rang kommen, vielleicht für einen Schnitter oder so. Das ist jetzt alles Geschmackssache so ein bisschen. Da müssen wir einfach mal gucken. Schwierige Angelegenheit. Ich weiß echt nicht, wie wir die letzte Waffenschrift jetzt am besten verteilen sollen. Ja, dann ist eigentlich wirklich fast erst noch am besten geeignet. Sie hat hier einen einzelnen B-Rang. Der könnte mal auf A kommen. Das Problem ist, wir haben eigentlich keine krassen C-Schwerter, oder? Dass es sich für ihn lohnen würde. Das wäre, wenn dann B. Ja, wenn dann B. Wir können ihm die Waffenschrift aber mal einfach so geben. Das würde zum Beispiel gehen. So, wir haben ja eh Horte Claire. Warum habe ich jetzt das Amaz eigentlich dabei? Dann nimm doch eine Waffenschrift mal mit. Und vielleicht findest du nochmal hier und da Leute mit einem Stahlschwert. Dann könntest du zumindest noch auf den B-Rang kommen, falls wir das noch brauchen. Diese Waffenschrift ist wirklich egal. Die hat einfach keinen Wert mehr für uns. Okay, Leute. Die letzte Engelsrobe. Und dann sind wir hier tendenziell eigentlich fertig. Wir können dann alles Überschüssige verkaufen. Das hätten wir noch als Option und können dann irgendwas hochschmieden, wenn wir möchten. Genau, genau. Das sieht doch gut aus, Leute. So machen wir das auch. Aber wer kriegt jetzt das Letzte? Sollten wir doch auf Quad tendieren, eventuell. Ich weiß nicht. Eine echt schwierige Angelegenheit mit dem Typen. Wir haben sehr viele Fronteinheiten. Marv würde auch einen Hit von Medeus tanken. Das ist alles sehr wichtig, aber das ist ja auch schon längst gegeben. Oder gönnen wir Tiki nochmal eine? So als, ja, als krasser Zweittank. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welchen Werten Nagi startet. Das können wir zum Beispiel machen. Ich gebe dir die einfach mal ins Inventar und wir werden die noch nicht gleich benutzen. Außerdem könnte vielleicht Elise zum Beispiel dann gleich heilen, dann könnte sie noch gleich ein Level-Up am Anfang bekommen. Nicht mal die schlechteste Idee, gefällt mir. Aber ich weiß jetzt nicht, wo Nagi joint und die könnte eventuell die Engelsrobe brauchen. Ansonsten kriegt die eben Tiki gleich zum Start, das sehen wir dann alles. So Leute, es wird Zeit. Wir verkaufen alles Überschüssige und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir noch rausholen letzten Endes. Das heißt, hier kann wirklich alles jetzt raus. Ein Silberschwert lasse ich noch drin. Aber ansonsten brauchen wir wirklich nicht mehr zu beachten. Ja, auch die ganzen Ritter, Tode und so können raus. Ich lasse halt jeweils möglichst von der Waffenart nochmal was Volles drin. Kann jetzt nicht schaden zumindest. Auch der Hammer kommt raus. Ja, der Feuerstein, den kann man leider nicht verkaufen. Okay, Zauberbücher kann ich mir echt sparen. Ich lasse aber mal einen Blizzard lasse ich drin. Das ist okay. Wir verkaufen die Bolganone nochmal. Diese überflüssigen Stäbe müssen weg. Alles klar, Leute. Leider kann man die Karten auch nicht verkaufen. Das wäre auch noch ganz cool. Ich denke, ein Panzerbrecher kann auch raus. So habe ich noch ein bisschen Optionen im Inventar. Ich glaube, die Meisterlanze haue ich noch raus. Leute, es sieht gut aus. Einzig und allein Heilungsstäbe könnten noch brauchbar sein. Davon haben wir aktuell nicht genug, ja. Cäsar braucht auf jeden Fall was. Huch. Ich wollte auch kaufen für Cäsar. Mensch. Habe ich mich irgendwie verklickt? Du nimmst zwei Heilstäbe. Das sieht gut aus. Das können wir so lassen. Und ich denke, sie ist gut genug versorgt. Jetzt haben wir in der Tat noch die Möglichkeit, eine Waffe hochzuschmieden, wenn wir das möchten. Und mal gucken, für was wir uns da entscheiden. Das alles geht nicht mehr. Hier hätten wir noch sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, eine Drachenlanze wäre was Feines, wenn wir das machen. Hätte auf jeden Fall Stil. Tja, Leute. Aber auch ein Wurmtöter wäre nicht schlecht zum Hochschmieden.
meine, Abel doppelt wahrscheinlich. Ja, stimmt, er doppelt ja sogar Feuermann-Raketen. Das ist relativ krass. Vielleicht, wenn wir den Wurmtöter ordentlich hochschmieden. Ich glaube, davon profitieren wir am meisten. Gerade da er wahrscheinlich gegen Medeus benutzt werden muss, unser Abel. Ist das, denke ich, die sinnvollste Variante, ja. Oder wir benutzen Es dagegen. Stimmt, ja. Das, ja, stimmt. Und außerdem hat er eh Mercurius, also. Und dann muss eben dieser Wurmtöter herhalten. Bis auf 12 können wir ihn hochschmieden. Das ist ja falsches Niveau. Mensch. Wir gucken mal. Hier 90, vielleicht noch ein bisschen Crit Rate. So 5% Crit. Ja, warum eigentlich nicht? Das sieht doch gut aus, oder? So, nochmal so ein richtig schöner Dragon Slayer. Ja, komm schon. Was machen wir daraus? Ich habe irgendwie Bock auf ein... machen wir ein Durandal draus. Warum nicht? Das gefällt mir ganz gut. Auch eine schöne Waffe. Ein richtig mächtiges Schwert auch. Ich finde, das passt ganz gut, ja. Vor allem jetzt können Abel und Es so richtig schön als Paar kämpfen. Beide als Schwertmeister mit sehr mächtigen, besonderen Waffen. Das gefällt mir. Mercurius und quasi ein Durandal. Das ist doch schön, oder? Ich meine, 36 Damage sind das gegen Drachen und sie hat auch noch 19 Stärke, also kann sie jetzt ähnlich sich durchmetzeln wie Marv schon fast, das ist krass. Und sie ist vor allem viel schneller als er. Und vielleicht habt ihr es schon richtig gesehen, da wir auf H5 spielen und das ist sehr gemein, weil Marv hat Max Speed, aber ihr seht hier die AW 30 und das bedeutet, er hat auch Speed 30, das ist total gemein. Das heißt, er doppelt Marv, obwohl ich das Speed Cap habe. Sehr ärgerlich, aber Medeus ist jetzt nicht der schwierigste Boss, das werden wir ganz gut hinbekommen, denke ich. Außerdem haben wir alle Erdkugel-Anwendungen. Und beim nächsten Mal können wir direkt reinstarten. Ja, ich werde keine weitere Vorbereitung machen. Was allerdings gerade wichtig wäre, wir müssen noch die Erdkugel verteilen. Die Aufstellung mache ich dann offscreen einfach, das passt dann schon. Die Erdkugel müssen wir irgendwie benutzen. Später, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die kann nämlich 13 Damage auf alles machen und das können wir dreimal anwenden und dadurch können wir direkt in der ersten Runde schon die Priester hier vernichten. Damit kommen keine Heals für den Feind und wir haben einen riesigen Vorteil gleich zu Beginn. Und natürlich müssen wir auch unseren Ballistiker vernünftig aufstellen. Der sollte hier auf jeden Fall schon mal die ersten Feindballisten ausschalten können, das ist wichtig. Genau. So Leute, nun aber genug für den heutigen Part. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet, können das nächste Mal direkt reinstarten, wie schon gesagt, und dann mal gucken, vielleicht wird das auch ein großer Finalpart, das werdet ihr dann sehen. Insofern jedenfalls vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten oder vielleicht auch letzten Part von Fire Emblem Shadow Dragon.